Joya Rent wird Ihnen präsentiert von Seat. Autoemotion. Und friendscout24.ch, Schweizer Partnerbörse. Hallo zusammen, ich habe eine kleine Rechenaufgabe für euch. Wie viele Singles bleiben übrig, wenn sich ein Single einen zweiten Gacko suchen? Die zwei sich aus drei Singles dürfen einen aussuchen, der sich dann am Schluss zwischen diesen zwei wieder für einen muss entscheiden. Im besten Fall kennen. Denn Joya Rent ist schließlich eine Dating-Show. Ob meine Rechnung heute in Baden aufgeht, das sehen wir in der nächsten halben Stunde. Und was heute angeht, das sehen ihr jetzt. Wenn die Kandidaten innerhalb von 44 Minuten zurück im Ziel sind, sonnen sie sich schon bald an den Traumstränden der Dominikanischen Republik. Also, liebe Badener, Gas geben, abheben und genießen. Sollte es für die Karibik doch nicht reichen, wartet auf die Singles eine abenteuerliche Kreuzfahrt. Es werden die schönsten Städte am Mittelmeer besucht und Cocktails auf hoher See geschlürft. Wie geht's? Gut. Ist gut, die Matti? Es geht, ja. 8x4. 32. Super. 7x8. 56. 364'500x12. 49'667,5. Man sagt zwar, Mathe und Liebe haben etwas Gemeinsames. So gut in Mathe. Bist du verliebt? Verliebt? Im Moment? Nein, also... Kann man nicht sagen. Bist du Single? Ja, bin ich. Möchtest du das ändern? Momentan nicht, nein. Möchtest du heute Abend in die Dominikanische Republik oder fürs Kreuzfahrtschiff? Was muss ich dafür tun? Du musst jetzt mitkommen, dann suchen wir einen Konkurrenten für dich. Ihr könnt euch eine Frau aussuchen aus drei, die wir zur Verfügung haben. Ja. Dann müssen wir packen und dann geht es heute Abend in die Ferien. Jetzt gerade? Jetzt sofort. Oh. Komm schon. Ja. Komm schon, mach mit. Jetzt gerade? Jetzt gerade. Jetzt gerade? Jetzt. Willst du schon mal fragen? Kann ich nicht noch irgendwie zeigen oder so? Komm jetzt, bist du spontan? Ja, schon ein bisschen. Mach mit. Ja, okay, machen wir. Sehr schön. Ich bin Elias, ich bin 21. Ich studiere Philosophie in Bern und wohne in Dettwil bei Baden. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich gehe gerne mit Kollegen in den Ausgang, ein bisschen tanzen. Und darum muss ich am Morgen länger ausschlafen. Das heisst, ich bin, wenn ich früh aufstehen muss, ein richtiger Morgenmuffel. Meine Reisebegleitung soll locker drauf sein, soll sich selber nicht so ernst nehmen. Und darum umgezicken kann ich gar nicht ab. Alt! Alt! Guten Morgen! Du bist der? Martin, freut mich, ich bin Elias. Hast du Lust, Ferien zu machen? Nein, im Moment gar keine Zeit. Ja, wieso kannst du nicht? Das tut mir leid, ich würde schon mitmachen, aber ich kann jetzt forschen. Das ist doch ein lockerer Sieg, oder? Du müsstest gegen mich antreten, oder? Okay. Schwierig. Sag einfach ja, es ist nicht schwierig. Ja. Nein. Ja. Nein. Komm schon. Und Mädels? Jetzt. Jetzt? Ja. Das ist das Spannende daran, oder? Du hättest jetzt 50% Chance, um in Ferien zu gehen. Ja. Nur ein bisschen Spontanität. Es klingt schon cool. Du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Wenn du nicht ja sagst, nein, hat niemand Ferien hier im Baden. Also, schöne Ferien. Machst du mit? Ja, machst gut. Du mit? Ja. Heid. Schön gemacht. Ich bin Laurent, 19, aus Ennepaden. Ich gehe in die Kante und werde nächstes Jahr abschließen. Ich bin ziemlich aktiv und mache gerne immer irgendetwas. Aber vielleicht bin ich manchmal ein bisschen stur, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht oder Meinungen, bleibe ich meistens auf meiner behaftet. Meine Traumfrau sollte eher grösser sein, weil ich halt auch relativ gross bin. Sie sollte motiviert sein und auch eher aktiv. Und sie sollte, auf was ich nicht so stehe, ist voll pierced die Rockerin. Jungs, also meine Rechnung ist bis jetzt aufgegangen, denn uns haben wir schon gefunden und es fehlt eigentlich nur noch eine Frau. Zuerst aber unsere Spielregeln. Ihr habt 44 Minuten Zeit für die Hauptreise und 66 Minuten für die zweite Reise. Und es stehen euch zwei Joker zur Verfügung, der Autojoker und der Callgirl Joker. Ich kann jetzt eine Frau suchen und ich mache mich bereit. Hunderte Badener Single-Damen haben sich auf der Dating-Plattform von friendscout24.ch mit Foto und Pseudonym registriert. Von allen Kandidatinnen, die sich für die Sendung angemeldet haben, wurden drei ausgewählt und hinter Mangas versteckt. Eben da wäre auch, die zwei wären einfach relativ nahe, die wären auch Kredit. Ja, wir haben Und auch heute habe ich wieder drei Singles im Angebot. Kandidatin Nummer 1 ist eine sportliche Dänin. Kandidatin Nummer 2 ist zwar auch blond, aber ein furchtbarer Morgenmuffel. Und Kandidatin Nummer 3 ist zwar nicht blond, aber ein riesiger Schussel. Sie hat sich sogar mal beim Versteckenspielen Schlüsselbein gebrochen.
Mal schauen, welche die Jungs anschauen wollen. Ja. Jungs, wer wird? Es wird, glaube ich, Nummer 2. Nummer 2? Ja. Gut. Jetzt habe ich hier neue Sachen. Zum einen der Laptop und Nattel. Wer nimmt das? Ja. Nimmst du? Nimmst du am besten. Merci. Dafür musst du den Koffer nehmen, selber geschult. Und jetzt brauche ich auch eure Hände, um euch zusammenfassen. Ja, ja. Noch eine letzte Information. Ja. Es lohnt sich, zum schnell sein bei euch. Denn jede Minute, die am Schluss übrig bleibt, gibt es 10 Franken Feriengeld. Okay. Ist das alles klar? Ja, ist gut. Das ist super, ja. Dann sind wir parat? Ja. Ja. Dann sage ich, Gioia rennt! Jungs, wo gehen wir? In Fiori. Und wer ist das? Ein 21 und lange blonde Haare. Wieso haben wir die ausgesucht? Intuition oder so. Ist noch weit? Nein, es geht noch vorne. Hallo, wir sind von Gioia rennt und wir suchen den 21-Jährigen, der mitgemacht hat. Nein, ich komme nicht mit, vergessen. Was vergisst? Hast du dich angemeldet, oder? Nein, ich habe mich nicht angemeldet. Wir suchen jemanden, der sich angemeldet hat. Irgendjemand muss sich angemeldet. Wenn hier niemand ist, gehen wir uns. Gehen wir uns dafür spät. Also. Wie habt ihr euch Gioia rennt angemeldet? Du! Da hinten war es ich. Du hast dich angemeldet. Ja, genau. Sali. Hallo. Ja, wollen wir uns kurz beraten? Ja. Wir sind gleich wieder zurück. Was haben wir noch? Ja, ich weiß nicht. Gehen wir spät mit dir schauen. So gut, dann können wir dir das sagen. Ja, okay. Wir nehmen dich mal provisorisch mit. Okay. Gehen noch die nächste Club checken. Dann ja, ist kein Problem. Und dann entscheiden wir. Ist gut. Okay, perfekt. Nimmst du deine Tasche mit und ihren Koffer? Ja. Tschüss übrigens. Tut mir leid, ich muss dir jemand anderes suchen zum Käppeln. Ja. Ja. Wir sind von Gioia rennt und wir suchen jemanden, der sich angeholt hat. Hi, Amina. Wir müssen besprechen, wer wir jetzt für euch beide mitnehmen. Also, was sollen wir machen? Also, entweder nehmen wir jetzt den Joker oder wir nehmen die 21-jährige Grossblond. Ja, das ist meine Meinung. Ja, finde ich auch deine Meinung. Definitiv. Ja, super. Dann muss ich sagen. Meine lieben Damen, die Jungs haben sich entschieden. Und zwar für? Für Susanna. Für dich tut es mir sehr leid. Danke für mal fürs Warten. Nicht für ungut. Susanna, du rennst jetzt wieder mit. Super, finde ich cool. Danke vielmals. Ich bin Susanna, ich bin 21, ich komme von Bruck und arbeite in Alsen zu Baden im KV-Beruf. Ich bin sehr offen, ich gehe viel mit Kollegen weg. Mir fällt es auch schwer, Nein zu sagen, weil ich würde eigentlich gerne allen recht machen. Klar kann ich es auch machen, aber man kann mit mir viel unternehmen, von dem her. Das ist kein Problem. Mein Mundvater hat sehr liebevoll sein, verständnisvoll. Er hat mir gut zulassen. Ich hätte es nicht gerne, wenn er immer launisch wäre oder ja, eifersüchtig werden würde. Weil ich gebe euch auch Vertrauen und hoffe, dass ich das zurückbekomme, was ich auch jemandem geben kann. So, willkommen bei uns im Spiel. Danke. Die Jungs bleiben noch 36 Minuten für die Dominikanische Republik. Und sie haben noch beide Joker zur Verfügung, das heisst der Autojoker und der Callgirl-Joker. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu ihm auf den Film. Gehen wir zu mir mit dem Bradenbus? Der weiss ich noch nicht. Der fährt immer. Also, sag mal. Was für Fitness tun hier? Ja, ich habe ein Fitnesscenter, von dem her ist es. Ja! Ach so, ja. Ja, ich habe noch Volleyball. Ja, nein, dann mache ich nachher mit der Zeit nicht mehr. Nein. Ist das Bus an der Stelle? Sechs Minuten. Sechs Minuten noch. Ah, wie lange haben wir denn, bis wir bei dir sind? Bis wir bei mir sind, haben wir 10 Minuten. Ja, ja. Was machen wir auch Sport? Manchmal ein bisschen schütteln, aber das war alles. Ein bisschen schütteln? Früher bin ich am Joggen gegangen. Aber das merkt man jetzt nicht, weil ich es schon lange nicht mache. Du? Ich auch. Wir gehen über Schütteln. Ab und zu auch Klettern und so. Sonst? Was machst du? Volleyball. Volleyball? Ja, aber nur 5. Liga. Ich spiele erst seit einem Jahr. Also noch nicht wirklich gut. Beachvolleyball? Ja, das ist auch cool, aber es ist mit dem Sand mühsam. Also ich würde mal sagen, obwohl du grösser bist, bin ich der bessere Volleyballspieler. Nein. So, so. Wir können ja mal ein Battle machen. Ja, das ist schon ein Battle. Ja, ja, jetzt wird es langsam Konkurrenz werden. Ist das schon ganz blonde Männer? Ja, wenn es gut aussieht, ist eigentlich kein Problem. Es gibt schon viel schön blondhörige Männer. So schnell Zwischeninformationen, es bleiben nur noch 28 Minuten. Oh, du kannst ui, du musst anders schnell packen. Ich bin gut. Ja, letztes Jahr war ich in Ägypten, das war auch cool. Und wem hat? Ach, noch das mal mit meinem Freund. Oh, was ist das denn zusammen?
Er ist schuld. Nein, nein. Er ist schuld? Nein, er hat nicht wollen. Er hat dich auch genommen? Ja, was? Ja, jetzt habe ich auch. Jetzt hast du zwei Monate alleine. Jedenfalls wird es. Du entscheidest. Ja, dann nehmen wir das Kollegen doch nicht. Ja, das sehen wir noch. Eben, je nachdem, für wer du dich entscheiden würdest, würde ich dann das kommen. Also, das zeichnet sich ja dann ab, wie viel Verlauf und so. Ist das eine Drohung? Ja, das ist schon. Ich meine, es schon, ja. Drohungen und Erpressungen. Drauf. Ja, ich bin Single. Ich bin schon ein Liebes. Ich weiß, ich tue nur noch Spass. Hast du lieb zu deinen Freundinnen? Ja, ich würde schon sagen. Und hast du das letzte Mal eine gehabt? Das war vor einem Jahr etwa. Und wie lange sind sie zusammen? Nicht so lange. Also vielleicht bin ich schon nicht so der Beziehungstyp. Ach, wieso denn? Wieso denn? Ja. Eben wegen Drohungen und Erpressungen. Kannst du jetzt gerade ändern? Ja, ich bin schon auf der Rechte. Ja, jetzt habe ich die Richtung nicht gefunden. Ja. Oder mit der irgendwie gerade überstürzt irgendein Mädchen. Und wo suchst du dann? Im Ausgang oder im Freundeskreis? Ja, schon eher im Ausgang. Jetzt, wo durch? Zu rechts. Noch 22 Minuten. Oh, 22 Minuten, los! Und da. Wem wohnst du da, Elias? Meine Eltern wohnen da. Oh, sorry. Und meine Schwester im Moment. Das ist mein Zimmer. Ja, man merkt es, du bist am Zügeln. Es ist relativ leer. Ist das dein Butler? Ein kolonialer Typ, oder? Was ich bei dir? Der ein schwarzes Sklaven hat. Oh. Okay. Das ist eigentlich ziemlich alles, was ich hier brauche. Badzimmer-Sachen. Hopp, 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 hopp. Was? Ein bisschen Chaos bei mir im Büro. Das ist das Büro? Das sieht über die Arbeitsmoral aus. Das ist die Schreckensfütterung. So, da haben wir meine Kleider. Jetzt hat doch die Mami extra alles so schön aufgehängt. Was? Das bin ich. Das bist du? Ja, wir sind in der Ferien. Alles rein, meine Badehosen. Alle Socken, die da sind. Hier super Arbeitsaufteilung. Er schmeißt ab, sie packt sie ein. Super. Wir sind schon ein Streamteam. Willst du auch bügeln, wenn du dort ankommst? Willst du ihm alles bügeln? Nein, nein, überhaupt nicht. Dann bin ich nicht. Jetzt brauchen wir mein Buch. Und, Herr Lehmann. Das ist an ich geschrieben. An meinen Vater. Ist sie so langweilig, dass du das Buch mitnehmen musst? Ja. Das ist so langweilig. Hast du alles? Also, ich muss noch mal kurz rauf. Noch mal ganz kurz rauf. Also, jetzt sind wir im Badezimmer. Also, jetzt bleiben noch 17 Minuten für die Dominikanische Republik. Zahnbürstchen. Zahnbürstchen, genau. Das wäre noch interessant. Gut, sind wir. Wir machen alles. Los! Das ist meine Schuhe dort hinten, gell? Soll ich deine Schuhe bringen? Jetzt bin ich schon der Diener. Habe ich gern gemacht. Super Sache. Merci vielmals, Herrin. Du hast dann lang. Wenigstens kein Schuhbändel. Das ist noch gut, oder? Super, 5 Sekunden gespart. Und wir sind out. Was wollen wir machen? Ja, das Auto. Das Auto nehmen? Ja. Ja. Bringen wir sie spielen. Und, wo geht's? Als Schlüsselstrasse 32 in einem Baden. Was erzählen dir so? Irgendwelche Spannungen? Ja. Also, ich schnarchle nicht. Und du? Das weiss ich, aber ich glaube nicht. Sabbern manchmal ist ein Küsse, aber... Was denn? Ja, zum Beispiel haben wir mal bei uns in einem Bad aus Versehen Ding, so eine Raststätte abgefackelt. Wo wir dann gegangen sind, haben wir zwar nichts gesehen, aber am nächsten Morgen ist die Polizei vor der Tür gestanden und hat gemeint, wir gestern an dieser Raststätte gewesen. Und du? Und ja. Ja, ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang, meine ganze Schulkarriere vor allem bekannt gewesen als sehr auffälliges Kind. Wieso? Du bist frech zu den Lehrern. Ich war immer frech zu den Lehrern. Ich konnte mich nie an die Regeln halten. Ich war laut auf Müffig. Ja, ich weiß nicht. Du hast es gesehen. Wie ist dein Sozialverhalten zu Menschen? Wie bist du zu den Leuten? Bist du eher offen? Oder kannst du dich ansprechen? Also, ich bin schon recht offen, aber ich glaube, ich schon lieber ansprechen. Wie lernst du Leute kennen? Du tanzt, bist an der Bar. Nein, ich bin an der Bar und dann redest du mit einem. Ah ja, und so. Dann kannst du mal an. Es ist auch unterschiedlich, ob du selber angesprochen wirst oder ob jemand jemanden anspricht. Was wollen wir sonst noch wissen? Was wollen wir sonst noch wissen? Also, das Golfgirl brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Ich denke, das ist fast schon spannend. Weißt du nicht? Weißt du nicht? Nein, das ist schon. Ist das schon gestorben? Nein, das ist nicht wichtig. Sonst verlieren wir nur noch Zeit. Ich, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester. Kommt dann gleich. Also, das wäre mein Zimmer. Jetzt gehe ich da gerade in den Kabel. Du,
was hast du da mit dieser Mist? Wenn ich mal als Kind habe. Wenn ihr das jetzt seht. Willst du Kleberli sammeln? Nein, eigentlich habe ich. Aber irgendeine ist schon, dass man. Aber rückst du hängen per Zufall? Nein, ich glaube, das ist schon relativ lang, dass ich dort. Jungs, los ist schnell. Ich weiss, dass ich noch packe. Ich sollte aber wissen, was hat es mit dem Karl gerade los? Ja, dann sprechen wir kurz. Also gut. Da muss ich ganz kurz losmachen. Wir sind gerade wieder zurück. Kein Problem. Also. So. Das ist nett. Hübsch. Was meinst du? Das ist gut, ja. Sind Sie sicher? Ja. Ist gut. Okay. Also. Ja, die lieben Jungs wollen es nicht wissen, aber falls ihr daheim, liebe Männer, wollt wissen, wie das Callgirl dann aussieht, dann geht auf unsere Dating-Plattform und lernt sie kennen. Also du bist jetzt definitiv im Spiel. Das ist super. Gratuliere. Das heisst, du gehst in die Ferien. Ich gehe in die Ferien und darf entscheiden, mit wem. Also, wir müssen das Essenzeit hinterholen. Susanna, bist du glücklich? Ja, sicher. Ist doch schön. Du gehst in die Ferien? Ja, aber ich finde es auch schön, dass sie mich ausgewählt haben. Alles. Jetzt ist gerade die Zeit abgelaufen für die Dominikanische Republik. Okay. Okay. Das sind 22 Minuten aufs Kreuzfahrtschiff. Soll ich zulassen? Ja, okay. Wir kommen jetzt zurück. Fuss. Also rennen. Genau. Ja. Also jetzt einfach hier gerade runter. Sandra, hast du einen Favorit? Ja, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Aber ganz sicher ist es noch nicht. Achtung. Achtung, steigen. Wir brauchen noch 18 Minuten für die zweite Reise. Okay, das schaffen wir. Das ist der Magic Lift von Baden, ja. So, komm, mach schon. Letzte Minute zum Werbung machen. Mir wird es lässige Ferien. Ich würde einfach sagen, es gibt zwischen uns beiden gibt es einen geilen Sieg, oder? Ja, das bin ich. Aber es ist nett, dass er sagt, eine Nummer. Wir sind runter. Gratulation! Es bleiben euch noch 15 Minuten, das heisst 150 Franken Feriengeld. So, mit diesen 150 Franken geht es für dich jetzt schon mal sicher ins Mittelmeer. Sehr schön. Ah, super. Die Singles aus Baden dürfen sich auf eine Woche auf dem Mittelmeer freuen. Die MSC Lyrica führt unsere Kandidaten von Genua via Rom nach Sardinien. Als Mitstreiter war Laurent ein sehr guter Mensch. Er hat auch mitgezogen und es war wirklich kein Konkurrenzverhältnis. Also sehr angenehm. Elias ist eigentlich ein spassiger Typ, aber seine Witze waren vielleicht manchmal ein nervig und ein bisschen aufdringlich. Als ich Susanna das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Reisebegleitung. Sie ist eine hübsche und sehr nette. Der Elias ist mir gerade am Anfang sehr sympathisch gekommen. Er ist ein Aufgestellter, halt ein grosser Sprich, den er immer macht. Aber ich denke, man ist sicher gut. Es war sicher eine kurze Zeit, um Susanna richtig kennenzulernen. Aber sie ist eine Liebe und ich denke, für ihr mit ihr wäre es sicher gut. Der Laura ist sehr sympathisch gekommen, ein bisschen zurückhaltender, aber ich denke, das ergibt sich dann schon mit der Zeit. Susanna wird mich auswählen, weil es die Wahl zwischen zwei Männern gibt. Die eine davon ist eine Lusche und die andere bin ich. Also das ist ganz klar. Ich denke, sie wählt mich, weil wir es heute gut miteinander hatten. Ja, ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Eigentlich mit beiden könnte ich in die Ferien gehen. Aber mit dem einen ist es wahrscheinlich besser als mit dem anderen. Wir sind gerannt, wir haben gepackt und wir haben geflirtet. Soll ist sozusagen erfüllt. Gut, erfüllt ist jetzt gerade ein bisschen reingeschossen. Denn zuerst muss uns Susanna jetzt zeigen, mit wem sie ihre Mittelmeerkreuzfahrt will teilen. Zeig es uns, Susanna. Der Elias ist sehr ein umgänglicher, aber wirkt durch seine selbstsichere Art vielleicht fast ein bisschen überheblich. Und der Laura ist gerade das Gegenteil, nämlich sehr zurückhaltend. Aber er hat sich als sehr rücksichtsvoll erwiesen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass nur einer wird können in die Ferien. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man den Hauptpreis geschafft hätte in der Dominikanischen Republik, dann hätte es mir schon ein bisschen mögen. Aber ich denke, so ist es verkraftbar. Fest enttäuscht, Laura? Ja, in die Ferien gehen wäre schon toll gewesen, aber es war trotzdem lustig gewesen. Ja, meinst du ziehen? Ja, ist gut. Schon? Ja. Die zwei da hinten, die sausen jetzt in die Ferien. Wir zwei gehen eins ziehen. Und ihr bleibt am besten dran. Dann nach einer kurzen Pause sehen wir, was die beiden da hinten in der Ferien alles erleben. Mich gibt es nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen. Ob Susanna und Elias sich am Bug des Schiffes näher kommen und vielleicht sogar mehr als nur die Kabine miteinander teilen, siehst du nach einer kurzen Pause hier in Sat.1.
Joya Rindt wurde Ihnen präsentiert von SEAT. Autoemotion. Und friendscout24.ch, Schweizer Partnerbörse.